Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute eine schnelle, ganz einfache Mango-Creme. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Mango aus der Dose. Man kann auch frische nehmen, aber wir nehmen die aus der Dose. Die sind weicher. Kokosmilch, Zucker, Minze und eine Limette. Wie ich schon sagte, ist die Herstellung ganz schnell und einfach. Wir geben die Mango in eine Schüssel, die Kokosmilch und den Zucker. Von der Limette schneiden wir uns eine kräftige Scheibe von ab und geben den Saft dazu. Der Saft sollte etwa ein Esslöffel sein. Ich denke, das reicht. Und jetzt wird das Ganze noch püriert. Man sollte auch darauf achten, dass, wenn man frische Mangos verwendet, dass die richtig reif sind, weil sonst schmeckt die Creme sehr schnell zu herb. Jetzt müssen wir das nur noch abfüllen. Jetzt wird das noch abgedeckt mit Frischhaltefolie und dann kommt das für 2 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt nach 2 Stunden hat das jetzt eine cremig feste Konsistenz. Jetzt habe ich noch eine Scheibe Limette genommen, die habe ich unten eingeschnitten. Können wir dann da drauf setzen. Dann nehmen wir ein bisschen von der Minze, stecken das da rein und dann kann es serviert werden. Fertig ist die Mango-Creme.